Hey Leute, in diesem Video betrachten wir nur ein Produkt im Test. Wer gerne ein Vergleichsvideo der besten Top 3 oder Top 5 Produkte dieser Kategorie sehen möchte, findet dies in der Infobox und der Videobeschreibung verlinkt. Alle Erfahrungen habe ich entweder selbst gemacht, in themenrelevanten Blogs und Testportalen recherchiert oder aus aussagekräftigen Bewertungen entnommen. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und gerne ein Abo dazulassen. Kommt es nur auf die Megapixel bei einer Kamera an? Nein, die Megapixel verraten nur, wie viele Bildpunkte die Kamera schafft. Mehr Bildpunkte bedeuten ein größeres Foto. Schön für die Nachbearbeitung. Handykameras funktionieren wie jede andere Kamera auch. Licht fällt auf einen digitalen Sensor, der das Bild erstellt. Früher war dieser Sensor lichtempfindliches Material, also der Film. Smartphone-Kameras leiden darunter, dass der Fotograf die Blendöffnung am Objektiv nicht ändern kann. Und weil das so ist, entscheidet die Qualität des verbauten Objektivs in Verbindung mit der genutzten Software über die Fotoqualität. So kann ein Foto mit 12 Megapixel Auflösung deutlich besser aussehen als eines mit 64 Megapixel Auflösung, wenn das Objektiv der Kamera mit 64 Megapixel Auflösung bei wenig Licht Murks ist. Fangen wir an mit dem Xiaomi Mi 11 Lite. Gerade chinesische Hersteller wie Xiaomi und Huawei punkten mit guten Kameras für einen vernünftigen Preis. Ein Vertreter ist das Xiaomi Mi 11 Lite, auf dessen Rückseite sich 4 Kameras befinden. Der Hauptsensor löst mit 64 Megapixeln auf. Dazu gesellt sich eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixel Auflösung, die sich perfekt für Landschaftsaufnahmen eignet. Ihr Blickwinkel beträgt bis zu 120 Grad. Makrofotografen macht eine 5 Megapixel Telemakrokamera glücklich. Sie eignet sich für Nahaufnahmen, bei denen Sie das Objekt herausstellen wollen. Klassisches Motiv wäre ein kleines Gänseblümchen auf einer Bergwiese. Selfies knipst die Frontkamera mit 20 Megapixel Auflösung. Der Prozessor und 6 GB Arbeitsspeicher sorgen für genug Leistung auch in der Zukunft. Der interne Speicher ist mit 128 GB üppig bemessen und reicht für sehr viele Fotos. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Achtung, Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles, was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Noch nicht überzeugt? Dann schau gerne in diese Videos rein mit weiteren interessanten Produkttests.